Hallo, liebe Leute, es geht wieder los. Ich glaube, ich habe die Umfrage noch gar nicht aufgelöst. Ne? Vorhersage, Ergebnis wählen. Gewinner ist Fluffy aus der letzten Series. Wir starten aber auch direkt die nächste Vorhersage und schauen rein in die nächste Liga. Da starten wir mit Guarana gegen Trom. Und wir starten die Vorhersage. Dann nutze ich diesen Zeitpunkt auch jetzt eben kurz, um mal direkt am Anfang des Streams, oder des Spieltags, nicht des Streams, des Spieltags, einmal kurz die Supporterrunde zu machen. Wenn wir schon dabei sind, Guarana spielt und ist auch im Chat offensichtlich, dann machen wir hier mal in die kurze Runde. Ihr seht oben rechts die ganzen supportenden Leute, oder die auf jeden Fall ein bisschen mehr reingeballert haben. Unter anderem sind da auf jeden Fall ganz, ganz groß zu nennen Guarana und Blechfaust, die sich hier, ja, nicht still haben lumpen lassen. Genauso wie Ivy und Mint Crystal und Lelis und Chris 2. Alle schön mit dabei und haben die Liga fleißig unterstützt, sodass wir am Schluss auf ungefähr 1000 Euro, ein bisschen mehr als 1000 Euro Liga-Pool gekommen sind. Davon gehen ungefähr 550 an Preisgelder für die ganzen Leute. Es kommt von jeder Liga, kriegt der erste, zweite und dritte ein bisschen was und in der ersten Liga ein bisschen mehr. Und der Rest wird verteilt unter den castenden Leuten. Und das ist auf jeden Fall eine geile Sache für so eine Community-Liga. Also danke an die Leute, die supportet haben. Und deswegen auch noch jetzt hier ein ganz kurzer, ganz, ganz kleiner Werbeclip. Und dann ist auch ein bisschen von der Umfragezeit weg, sodass wir dann reinstarten können in das erste Spiel. Bis gleich. Hallo, wir sind Ivy, Lelis und Chris 2. Und wir sponsern dieses Jahr wieder die Replay-Liga. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einfach mal auf unsere Twitch-Kanäle schaut und ein Follow dalasst. Bis dahin. So, da sind wir wieder. Und dann geht jetzt das Rätselraten los. Auf welchem Patch sind die Games? Und die sind auf dem Patch vom Laptop. Das heißt, wir machen da mal wieder den Sound an. Und wir machen hier mal eben die Musik wieder aus. Zack, zack. Das geht ja alles dann schnell. So, wo sind wir denn im Chat? Was habe ich alles gelesen? Das habe ich gelesen. Das habe ich gelesen. Wird hier noch gestreamt oder ist das Drama vorbei? Es geht jetzt los. Alter Patch, ja. Ja, die Frage ist ja, welcher alte Patch? Es gibt ja mehrere. Je nachdem muss ich denn auf das eine oder auf das andere Gerät. Aber wir starten rein mit TromTrom Gang Guarana. Und zwar werde ich dafür die andere Tastatur nochmal haben müssen. Deswegen schiebe ich eben meinen Schreibtisch hin und her. Oder die Sachen auf meinem Schreibtisch. Ja, den Schreibtisch lasse ich stehen. Das wäre ein bisschen Quatsch. Und dann Vorsage halb. Vorsage. Die Vorhersage halb fertig. Dann können wir auch gleich starten. Ich kann nochmal eben das so eintippen. Moment, wo sind wir hier? Das da. Dann machen wir das so. Race Indicator brauche ich hier ja auch nicht, ne? Die kann ich auch schon mal alle wegmachen. Ah, ne, da brauche ich die. Wir speichern erstmal. Und ich starte Map Nummer 1. Dann schauen wir mal, wie sieht es denn aktuell aus mit den Vorhersagen hier. 48.000 von zwei Leuten auf TromTrom. Eieiei, also da sind auf jeden Fall die TromTrom-Believer hier am Start. Jetzt suche ich mal eben die richtige Szene. Das ist diese hier. Und dann gehen wir rein. Best of 3. Unten rechts. In Blau als Protoss. Old Dudes Gone Wild. Guarana. Und oben links. In Rot. Der Streamstar TromTrom. Battle Cruisers Believer lese ich da im Chat. So, ich mach mal eben den Chat wieder auf den anderen Bildschirm, weil mein Laptop steht tatsächlich vor dem Bildschirm, da sehe ich sonst nichts. So, jetzt sehe ich auch wieder den Chat. Das ist perfekt. Ich hoffe auch, ihr hört nur einen Sound jetzt gerade. Ja, es sieht auf jeden Fall alles richtig aus. Ja, sieht richtig aus. So, Doppelgas haben wir hier. Das riecht nach Widowmines für mich, wenn ich so TromTrom angucke. Weil, obwohl, ich wollte gerade sagen, weil ich sehe keinen Worker. Und dann gucke ich kurz hin, da ist hier ein Worker unterwegs. Vielleicht wären es doch Tordrops.
Und Guarana hier ja mit seinem Gateway in der Mainbase. Kleine Wall hier erzeugen. Ja. Cybercore kommt dazu. Ja, ist natürlich nötig, um das hier zuzumachen. Das Gateway vielleicht nicht so super geil gebaut, aber ist halt auch immer die Frage, wie hat man vor zu wallen und wie ist man daran gewöhnt, das Ganze zu bauen. Hier unten, da ist auf jeden Fall jemand gewöhnt daran, das so zu bauen. Das ist eine Factory und die ist Proxy. Wir haben auch gar keinen Scout, kann das sein? Nee, gar keinen Scout bei Guarana. Das ist natürlich auch gefährlich. Vielleicht macht er aber auch einen Blind-Counter jetzt, weil er genau weiß, dieser Traum, dem gucke ich dauernd im Stream zu. Das macht er immer wieder. Immer und immer wieder. Das klappt niemals gegen mich. Das brauche ich nicht scouten. Und jetzt sehen wir eine zweite Factory, die dazu kommt. Wo ist die zweite Factory? Die ist zu Hause tatsächlich. So, nächster Pylon. Bei TromTrom natürlich das nächste Depot. Oh! Von wegen Tordrop, Leute. Da kommt vermutlich dann doch eher Cyclone, ja. Oh, aber das ist interessant. Ich sehe hier gerade so einen Pylon-Umriss. Vielleicht hat er Widowmine-Drops auf dem Schirm. Und... Oh, er sieht's... Ist das dein Ernst? Das ist ja bitter. Also, kriegt der Pylon genug Range, damit er das vielleicht sieht? Aber warten wir das mal kurz ab. Na. Oh, er sieht den Reaktor. Und er guckt auch hin. Jetzt denkt er sich so, ach nö, ist das dein Ernst? Traum. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, Stargate ist bei ihm unterwegs. Jetzt ist die Frage, was macht man? Er hat hier einen Pylon. Da könnte man natürlich jetzt direkt Batteries bauen und dann versuchen, schnell, keine Ahnung, vielleicht ein Void Ray? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall baut er erstmal zwei Gates. Ne, der Worker ist nicht eingebaut. Ist der Worker eingebaut? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, Pylon hier unten geht auf jeden Fall down. Guarana aber auch mit viel, viel Free Supply. Auch hier oben steht auch ein Pylon. Aber kann er hier wirklich was tun? Der Stalker nimmt die, ja, Stückchen Beine hier in die Hand, weil der muss auf jeden Fall hier weg, sonst wird das hier gar nichts mehr. Die erste Battery kommt, die nächsten Stalker kommen. High Ground Advantage natürlich eine Sache, aber die Worker sind mit dabei. 4 Cyclones gegen 3 Stalker. Und dann wissen wir alle, das könnte ganz schön bitter werden. Die Worker werden auch nicht durchgeslidet mit dem Mineral Walk, sondern werden hier einfach alle rausgenommen. 8 Worker down. Und ja, da ist TromTrom schon in einer sehr guten Position. Da haben wir jetzt einen Phoenix im Bau. Ein weiterer Phoenix kommt. Die Battery in der Mainbase ist aber auch noch nicht unterwegs. Jetzt kommen die Worker mit dazu. Das wird einige Worker und auch mal kosten. Noch hat Guarana aber den Worker-Vorteil. Hier vorne die Worker werden aber schön weggekitet von den Cyclones. Jetzt haben wir einen Overcharge und reicht das, um hier noch ein bisschen was zu machen. Der eine Stalker geht down. Der nächste Stalker wird hier in den Fokus genommen. Kann aber das Ganze noch einigermaßen ausgeglichen gestalten. Es sind natürlich auch bei TromTrom einige Worker down gegangen. Man darf definitiv nicht außerhalb der Battery fighten jetzt hier. Und das ist das große Problem. TromTrom ist hier, wird auf jeden Fall die Natural abreißen. Es kommen weiter Cyclones dazu und der Worker-Count ist 8-7. Es kann jetzt nur noch quasi in Overcharge gefightet werden, weil es so viele Cyclones sind. Da muss man gut fokussen. Immer wieder raus aus den Cyclone Logs und da bleibt er zu lange drin, lässt sich ein bisschen weit rauskeilen und da sind alle Stalker weg. Das heißt hier vermutlich, dass wir einen Sieg haben für TromTrom und genauso ist es Guarana Job. Das GG im Chat. 1-0 für TromTrom. Kurz den Prozess gemacht hat er da. Er spielt das nicht on-stream, ja, aber er muss ja auch nicht on-stream spielen, um Quatsch zu machen oder irgendwelche bestimmten Sachen zu machen. Kann er aber auch off-stream Sachen spielen, ne? Ich bin froh, dass das nicht mehr funktioniert, ja. Wer nicht. Okay, rein geht's. Map Nummer 2. Machen wir direkt an den Lachs. Das waren noch Zeiten. Once upon a time, when cyclones were still a thing.
Die Meme-Leute würden jetzt den guten alten, ich glaube, Pepperidge Farmer heißt der, kurz eben ins Spiel bringen. Aber wisst ihr, was ich ins Spiel bringe? Solaris. Da ist nämlich jetzt jemand, der hier nochmal einen Win einfarmen möchte. Und der startet unten links. Das ist Guarana als Protoss in Blau. Aber auch sein Gegner wird den gleichen Plan haben hier. Oben rechts in Rot. TromTrom 1-0 Führung und Matchpoint. Und dann sehen wir was. Nehmen wir wieder Doppelgas oder nicht? Sehen wir den nächsten Proxy oder nicht? Noch kein zweites Gas, also schon mal so ein bisschen Unterschied zu eben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier unten sieht es aber sehr ähnlich aus, obwohl Doppel-Gateway, auch interessante Wahl. Möchte hier vielleicht aber ein paar mehr Units direkt am Anfang rauspushen können. Cybercore kommt natürlich, da kommt die Echse. Aha. Also TromTrom hier in Map Nummer 2. Mit dem Wissen, dass er in Führung ist, mit dem Wissen, dass er hier ein Map verlieren kann. Erstmal sich den Vorteil holen und dann geht er in das gute StarCraft rein. Ja, wenn er sich hier erstmal einen kleinen Win, sagen wir, mit einem einfachen Versuch geholt hat. Und es hat auch geklappt. GM next season. Easy. Das Bild kommt mir bekannt vor. Ich habe die Saison schon mal gesehen, ja. Ajua. Mach noch mehr Salz in die Wunde. Oh, was haben wir denn hier eigentlich? Ein Stalker guckt, weiß ich, nach Proxy. Und er baut dahinter ein Twilight. Bei TromTrom gibt es einen Cyclone erstmal. Also nicht ganz so viel wie eben. CC ready. Nächster Cyclone. Mal gucken, ob der langsame Cyclone hier den Stein höhlt. Erstmal sind Stalker unterwegs. Blink dauert noch ein bisschen, aber Blink natürlich eine gute Sache auch. Wahrscheinlich das am meisten gespielte gegen Terraner im PvT. Und auch auf jeden Fall interessant, wenn man hier direkt zwei Gateways hat, hat man natürlich mehr Units. Das ist natürlich immer so ein Trade, was will man früher haben? Vielleicht den Nexus oder den das nächste Gateway und vielleicht den ersten Stalker oder so. Aber wenn man ein bisschen pushen möchte, ist das natürlich so eine viable Option. Und vor allem, wenn man im ersten Match dann ein bisschen gepusht wurde, natürlich auch die... Oh, das Medivac! Oh, das Medivac, Leute! Ah, das Medivac! Ah, Blink ist noch nicht fertig, ne? Sonst wäre das hier, glaube ich, richtig böse ausgegangen für das Medivac. Aber TromTrom geht wieder rüber. Hier wird auch nicht versucht zu kiten. Ich glaube, er hat einfach das Medivac gesehen und will so schnell wie möglich nach Hause, weil auch gerade kein Recall da ist. Obwohl, hier wäre einer gewesen an der Natural. Aber in der Main halt nicht. Oh, das Medivac geht down. Das ist ein gutes Zeichen für Guarana hier. Und die Marines von TromTrom so, okay, kein Medivac, keine Party, ab nach Hause mit euch. Und es gibt drüben Raven mit Matrix, Leute.
weiß, dass TVP mein stärkster Arm ist. Halt so. Als Terran ja auch kein Wunder. So, rein geht's. Mit den Stalkern hier. Der Tank schießt fleißig von weiter oben, soweit er das kann. Und er kann es sehr weit. Das wissen wir alle. Tanks schießen gerne weit. Vor allem, weil sie können. Er macht die Rocks auf. Baut noch Charge dazu. Nimmt den dritten Nexus. Ich wollte gerade fragen, ob eventuell eine Robo da ist. Aber die gibt es nicht. Für einerseits natürlich einen Observer, um hier vielleicht ein bisschen rumzublinken, ein bisschen mehr zu sehen. Mit dem Raven natürlich auch immer ein bisschen gefährlich. Aber als zweite Option gibt es ja auch noch das Warp Prism, um da zumindest vorne rein zu warpen. Und das wird ja spätestens dann interessant, wenn man mit Charge Shots unterwegs ist und dann eben schnell an die Units ran will, schnell an den Bunker, schnell an den Tank ran will. Dann gibt es ja gute Optionen, wenn man Charge hat. Okay, aber beide noch so ein bisschen in Warteposition. Dritte Base auch für TomTom unterwegs. Guarana baut natürlich on spot, weil es ist nicht anders erlaubt als Podos. TomTom genießt hier seinen Vorteil, das so anders machen zu können. Ich stehe auch gegen Blink. Ja, willst du nicht reinblinken? Selbst wenn du in Position gehst zum Reinblinken, wirst du schon komplett zerstört hier von den Tanks. Na gut, aber er bleibt halt vorne, sieht damit auch, dass keine Armee rausmoved, hat hier eine dritte Base, hat die Battery im Bau, hat Storm fast fertig, Leute. Und das Defense Upgrade, wahrscheinlich auch für die Charge-Lutz dann. Aber jetzt sind die Tanks an Siege, Leute. Jetzt geht's los. Keine Boys dabei, aber sehr viele Marines. Oh, Stim kommt. Blink weg, Blink weg. Ja, da kommt Blink. Und, ja. Oh, er macht die Rocks nicht auf, sondern läuft doch außen rum. Ist natürlich so eine Frage, wo will er hinpushen? Will er hier hochpushen oder will er hier einfach reinpushen? Er weiß, glaube ich, noch nichts von der dritten Base, nein. Oh, der erste Storm geht relativ doll ins Leere, muss man sagen. Ein bisschen Energie verschwendet. Die Medivacs regeln das sowieso alles wieder weg. Eine Robo ist jetzt fast fertig. Das Plus-1-Upgrade und auch die Combat Shields dauern aber auch für TomTom nicht mehr lange. Könnt ihr schon mal die Tanks siegen und dann gleich anfangen rein zu baiten hier. Oh, da geht's drauf. Die Tanks siegen. Die Zealots sind dran. Tank 1 down, Tank 2 down, Tank 3 down. Tank 4 wird nicht angegriffen. Die Medivacs werden vollgeladen. Und dann gibt's den Versuch, mit den Stalkern hinterher zu blinken. Nee, scheinbar nicht. Okay, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr kaputt machen können an Guarana Stelle, aber das ist natürlich jetzt schon mal gut alles defended. Da kommen nochmal Medivacs, blinkt nach vorne. Ach, das ist so frech, dass die einfach wegkommen. Nein, einer geht immerhin noch down. Okay, gleichzeitig muss man sagen, ja, auch wenn jetzt hier Guarana das Ganze gut abgewehrt hat, TomTom im Army Supply immer noch in einer ordentlichen Position, hat natürlich auch vieles einfach gelüftet und wieder mit nach Hause genommen. Die Tanks allerdings, was sehr entscheidend sein könnte, fehlen jetzt hier. Er hat die dritte Base drüber geflogen, hat ein paar Worker Rückstand. Ein paar sind in dem Fall 14, was auch schon ordentlich ist. Er baut jetzt Ghost, was natürlich eine gute Waffe ist gegen die Schilde der Protoss. Aber die Frage ist, kann er mit dem, was er hat, wirklich die Defensive aufrechterhalten, wenn da genug Charge Shots sind? Im Moment sind es sehr wenige, das muss man zugeben. Wenn es bei dieser Armee bleibt ohne Warp Prism und das einfach so reingeht, dann sind es, glaube ich, nicht genug Charge Shots. Aber wenn da nochmal so ein, zwei Runden Charge Shots reingeworpt worden wären, hätte. Ah, er geht nochmal zurück. Vielleicht auch ein guter Plan. Na, hier noch ein paar Templer. Eine Mordel dazu. Ein bisschen mehr Units einfach holen. Dann kann man auf diese Armee ja vielleicht sogar schon raufgehen. Auch wenn sie so ein bisschen größer ist. Aber mit einem Storm und den Charters, die direkt dran sind, geht's vielleicht.
Da kommt ein Scan. Und ein kleiner Squad läuft hier los. Nimmt den Observer immerhin raus. Oh, Storm ist gut. Beide Storms sind gut. Und die Base muss hier geliftet werden. Geht sogar down. Oh, und die MP trifft nicht die Templar. Das ist natürlich auch gut für Guarana hier. Die Templar aber immer noch unterwegs. Kommt der Storm? Nein, doch. Es kommt ein sehr schöner Storm. Oh mein Gott, die Stalker greifen jetzt aber hier die Steine an und blinken nicht hinter die Steine. Jedenfalls nicht alle, nicht genug Platz. Hier sind sehr viele Marines, sehr low, aber das ist egal. Es sind nur zwei Stalker da, die angreifen können. Jetzt kommt der Drop und Tromtrom macht sich direkt auf den Weg. Alles rein. Tschu-tschu, auf geht's, rüber über die Map. Und das ist jetzt auch schon eine gute Position. Er hat immer noch weniger Worker, klar. Aber hat Guarana gerade was zum Halten? Er hat Templar. Die Templar können natürlich hier den großen Ausschlag geben. Ein Blink unter den Medivacs, vielleicht auch. Aber dann muss gleichzeitig zurückgeblinkt werden in die Mainbase. Denn da wird der Drop hier hingehen. Oh nein, der Drop tatsächlich rechts. Die Charge-Shots kommen ran. Die Templar sind in der Nähe. Das steht alles sehr wunderbar für einen guten Storm. Oh ja, okay. Ja, Storm würde ich sagen, nimmt ein paar Medivacs raus. Und das, was noch am Boden ist, könnte hier durchaus auch rausgenommen werden jetzt. Tromtrom aber im Army Supply weiterhin vorne. 20 Army Supply vorne. Droppt er jetzt in die Main? Ja, offensichtlich schon. Da wird nochmal eingeladen, was noch so da ist. Auf geht's. Und Guarana, ja, hier schon ein bisschen oversaturated. Geht erstmal mit den Units ans Gas. Zwei Kolosse gerade fertig. Die wandern gerade runter mit ihren kurzen, mit ihren langen Curry-Pieker-Beinen. Was machen die Medivacs hier unten? In der Zwischenzeit wird natürlich ein bisschen weiter produziert. Waypoint gerade nicht gesetzt. Aber das geht dann vermutlich gleich auch irgendwann los. Mit diesem Drop. Ah, okay. Ist die Landebahn geöffnet? Na? Okay, es sieht so aus, als ob der Tower noch keine Landefreigabe gegeben hat. Die müssen hier noch ein bisschen in der Luft kreisen über dem Flughafen. Ist vielleicht nicht freigegeben, weil kein Verbündetenabkommen vorliegt. Und hier drüben, da geht es jetzt los. Und jetzt die Frage, jetzt muss er eigentlich drüben auch reindroppen. Der Storm kommt, macht sehr viel Schaden an den eigenen Zealots tatsächlich. Aber das ist auch der Auslöser jetzt dafür, dass auf der anderen Seite der Drop losgegangen ist. Da geht es einfach rein, mitten in die Mainbase. Hier ist der Tank immer noch da. Der schießt immer noch fleißig rum, solange hier die Tanks nicht abgeschossen werden. Jetzt ist er weg, können die Units hier auch noch gut Schaden nehmen, aber jetzt ist hier Feierabend. Aber auf der anderen Seite sieht es ähnlich aus. Alles, was da noch so da ist, nimmt raus, was so geht. Und Guarana immer noch ein bisschen vorne im Worker Supply. Aber die Frage ist, wie lange noch? Denn Worker werden auf jeden Fall auf dieser Seite mehr down gehen, da bin ich relativ sicher. Die Kolosse schießen, was das Zeug hält, die Medivacs laden ein und fliegen rüber an die nächste Base. Und dann geht's an den Worker-Count wahrscheinlich ran. Oder auch nicht. Ne, er fliegt tatsächlich komplett durch. Die Units von Guarana gehen wieder nach Hause. Das halte ich auch für interessant. Aber er hat jetzt drei Bases. Und er weiß, er spielt gegen zwei Bases. Er ist eigentlich in einer sehr guten Situation. Zumindest vom Base-Count und auch vom Worker-Count. Und Tromtrom, wo sind seine Vorteile? Er hat Upgrade-Nachteil. Er hat weniger Bases. Er hat weniger Army-Supply mittlerweile. Weniger Worker. Also, eigentlich ist das Guaranas Game, oder nicht? So. Ja, macht jetzt Guarana. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob das nötig ist, hier anzugreifen. Das ist natürlich immer die Frage, willst du, oder glaubst du, du hast einen Vorteil? Dann ist es natürlich sinnvoll anzugreifen. Oder glaubst du, okay, ich habe vielleicht den Vorteil, wenn ich maxed out bin, ist er noch größer? Wir haben hier natürlich viele Templar am Start. Die Units kommen jetzt rein. Die Ghosts kommen. Oh, der erste Storm sitzt sehr gut. Der zweite kommt noch gar nicht. Kommt da noch ein Storm? Yo, mitten rein, die Feedbacks auf die Medivacs und das, wenn das kein Sieg ist für Guarana hier, dann weiß ich auch nicht mehr, was der noch gewinnen will. Da geht's weiter rein, der Tank geht down, die dritte Base da unten, die wird auch kaputt sein. Ja, okay, sie wird gecancelt und da kommt das GG von Tromtrom. 1:1, Guarana holt auf jeden Fall schon mal eine Map hier.
Also schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt hier so ein bisschen Guarana hype, ganz klare Sache. Er hat ja noch kein Spiel gewonnen. Und mein Ziel in den Ligen ist ja immer, dass die Leute ein Spiel gewinnen, wenn sie Letzter sind, und ein Spiel verlieren, wenn sie Erster sind. Deswegen muss ich jetzt leider so ein bisschen parteiisch sein. Tut mir leid. Da muss ich natürlich die Überzeugung meines Handels hier ein bisschen in den Vordergrund stellen. So, Guarana gewinnt Map Nummer 2. Dann gehen wir rein in Map Nummer 3. Die findet statt auf der harten Führung. Und zack, zack. Dann sind wir drin. Ja, sind wir drin. 1, 1, best of 3. Unten rechts in blau. Da haben wir als Protoss Guarana von den Old Dudes Gone Wild. Und oben links, da haben wir in Rot, natürlich als Terraner, sonst Trom Trom. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Sehe ich jetzt endlich meinen Tordrop oder was? Ja, genau, Archangel, das ist genau der Punkt. Also deswegen gibt es ja auch so viele relativ kleine Ligen, weil da natürlich dann die Chance oder die Möglichkeit, das bestmöglich einzuteilen, sodass es für jeden gute Spiele sind, halt auch am besten ist. So, ich glaube, das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert über die letzten Jahre, die das Ganze hier läuft. Goblin-Katapult, let's go! Okay, ich wusste schon mal, was Goblin-Katapult ist, aber ich habe es mittlerweile wieder vergessen. Aber wir sehen halt, zwei Gas und wir sehen, okay, da ein Scout, ich wollte gerade sagen, sehen wir hier auch einen Worker von TromTrom draußen, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich sehe jedenfalls nichts Rotes auf der Map. Noch nicht jedenfalls, noch nicht, Leute, noch nicht. Das ist nicht Warcraft 3. Jetzt Doppel Factory, okay, okay. Mal schauen. Der Marine versucht erstmal ein bisschen zu scouten. Guarana ist vorne. Er sieht, was hier so gebaut wird. Ich hatte für einen Baneburst. Ja, aber den wirst du hier wahrscheinlich nicht so viel sehen. Das klappt nicht so gut. Hier oben ist wieder der Pylon. Will Guarana dieses Mal ein bisschen pushen? Es ist durchaus möglich. Sagen wir es so. Reaktor. Da kommen wir wieder Cyclones, Leute. Mein Näschen sagt Cyclones. Und ich habe zwar am Wochenende einen draufgekriegt, aber das behindert mich ja nicht so viel dabei, dass die Nase noch funktioniert. Sie tut nur ein bisschen weh. Und es kommen 4 Cyclones. Also kein Proxy, sondern einfach straight up out of main base. Und Guarana geht auf die Expansion. Das ist natürlich auch ein Gamble hier, den er macht. Viel gesehen hat er nicht. Naja, ist die Frage, auf welcher... Also, er baut die Expansion auf der Basis von, ich muss sie bauen, weil ich habe nicht das Scouting dafür, was anderes zu machen. Und wenn ich es nicht baue und er baut eine Echse, bin ich zu weit hinten. Deswegen wird die Echse gebaut. Aber das könnte auch ein richtig... schwieriger Fall werden für Guarana. Aber immerhin ist Blink schon halb fertig. Das ist stark. Wait, was ist da gerade down gegangen? Was habe ich verpasst? Beide Stalker sind da vorne down gegangen. Oh mein Gott. Er weiß jetzt immerhin, was kommt, aber eieieiei, da gucke ich einmal nicht nach vorne. Dann geht das hier richtig bitter aus. Und zwei Stalker zu verlieren ist natürlich richtig wild. Jetzt ist hier aber die Panik richtig da. Zwei Batteries.
Zwei Stalker werden vielleicht nicht mal in Zeit fertig, um die Batteries zu retten. Und da geht's rein. Die Worker kommen. Der Pylon wird wahrscheinlich das Ziel sein. Da unten wird gecancelt wie Sau. Und dann geht's einfach durch in die Mainbase. Tromtrom weiß alles klar. Wenn du unten cancelst, dann gehen wir einfach durch. Hier haben wir die Units drin. Die Cyclones wollen noch nicht so richtig mitfighten. Aber jetzt geht's langsam drauf. Kiten hier ein bisschen was raus. Ja, die Stalker sollen natürlich aus der Overcharge Battery raus. Um so einfach rausgenommen zu werden, wie es der Fall ist. Aber nein, er bleibt am Leben. Overcharge Battery regelt für den Moment nochmal. Aber die nächsten vier Cyclones sind da, Leute. Und dann wissen wir alle, wie schnell Cyclones hier alles kaputt machen werden. Die Workers sind auch mit dabei. Sie versuchen sich hier durchzudrängeln, aber ist es am Ende egal? Ich glaube ja, die Cyclones sind einfach hier. Und wir sehen, dass sie unglaublich stark sind. Tromtrom nutzt einfach, was ihm das Spiel gibt. Und drückt hier weiter rein. Er hat alle Worker rausgenommen von Guarana. Er hat alle Stalker. Nein, einer ist hier oben noch. Der hat nur keine Lust. Aber ja, da ist er jetzt auch weg. Null Worker, null Army Supply. GG von Guarana. Und es hat leider wieder nur zu einer Map gereicht. Denn Tromtrom ist hier der Sieger. Mit 2:1 holt er sich das Spiel. So. Eine Series mit 2:1 für Tromtrom. Speichern wir da. Und gehen auch eben schnell auf Wikipedia und tippen da ein. Wo sind wir denn da? Da. Tromtrom ist die 2. Speichern. Okay, Leute. Nächstes Spiel ist Mad Max gegen Caraxas. Jetzt haben wir ein ZVZ. Da freut sich vielleicht der Amarok. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Wait, richtiger Patch hier, richtiger Patch hier. Nein, halt, stopp. Nicht so schnell. Ein bisschen Zeit muss sein. Und zwar für die Umfrage, nicht wahr? Für die Vorhersage. Ergebnis wählen. 100% haben auf Tromtrom gesetzt. Also haben sie ihr Geld wieder gekriegt. Okay, nächste Map. Mad Max gegen Caraxas. Vorhersage läuft. Da muss ich jetzt noch eben 2 Minuten Quatsch labern. Und dann geht's los. Insiderhandel, ja, das stimmt wohl. Aber Insider ist Insiderhandel, Insiderhandel, wenn sie keinen Gewinn damit machen. Das ist natürlich die große Frage. Ist es überhaupt Handel, wenn man sein Geld zur... Ist es Handeln, wenn man sein Geld zur Bank bringt und keine Zinsen dafür kriegt und die Bank damit auch nichts macht? Oder wenn man es irgendwo hinlegt und damit nichts passiert. Ist es dann wirklich Handel? Bin mir da nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Oh, ist noch nicht genug Zeit von der Umfrage weg, ne? Auf Maxpacks gesetzt, wait. Habe ich Maxpacks geschrieben, oder? Ne, ich habe mehr... Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade gedacht, ich habe es falsch geschrieben, Mann. Gut, ich starte das Spiel. Ich hoffe, es ist genug Zeit weg hier. Mad Max gegen Caraxas. Und dann gehen wir da rein. Wisst ihr übrigens, was richtig nervt? Im kurzer Rant, weil ich hier schon wieder eine E-Mail gerade lese. Dass die Postdienste nicht untereinander das Geschissen kriegen, mal sich abzustimmen. Immer wenn du was bestellst und die Bestellung kann nicht in eine Packstation gehen, raste ich aus. Das ist einfach so nervig. Dann kommt FedEx und sagt, ja, wir können das nicht zustellen, wissen wir jetzt schon. Das Paket liegt noch in China, aber wir können das nicht zustellen.
Leute, Leute, Leute. So, Map Nummer 1 ist Solaris zwischen diesen beiden. Und dann, glaube ich, gehen wir mal rein. Ich drücke Save. Ich gehe ins Spiel. Best of 3. Einmal tauschen. Oben rechts ist nämlich der blaue Spieler. Und der heißt Caraxas. Auch bekannt hier aus der Liga und von seinen Casts in der Liga. Zusammen mit Kumpelblase. Und sein Gegner wird jetzt sein. Unten links. Bekannt aus den Donations, die immer kommen, wenn er spielt. Das ist Mad Max von Pigpen. Also mindestens immer, wenn er spielt, glaube ich. Ich meine da eine Pattern zu erkennen. Moment, was? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht so richtig, wovon du redest oder wann das passiert ist. Aber ja. Also, das hoffen wir natürlich nicht, dass da irgendwelche Fahrwerke nicht rausfahren. Ne? Also, wenn Leute ins Flugzeug steigen oder Pakete im Flugzeug unterwegs sind, sollen die ankommen. Am Schluss sind ja mindestens immer PilotInnen drin. So, ZVZ ist aber hier angesagt. Wir sehen noch keinen großen Shenanigans, habe ich so den Eindruck. Speed auf der einen Seite, noch kein Speed auf der anderen Seite. Aber können wir trotzdem erstmal rüber gucken. Ich muss nach China das Paket abholen. Nee, das muss ich nicht. Das regeln die hoffentlich. Ich finde es aber immerhin gut, muss man auch sagen. Wir gucken jetzt mal auf die Linie hier, was da passiert. Der Worker wollte, glaube ich, gerade irgendwas bauen gehen. Sieht jetzt hier, halt, stopp, so geht das nicht. Worker hilft mit, Worker hilft mit, die Queen ist under attack. Worker hilft mit, los. Na, kommt, helft, helft. Und die Worker so, abandon Queen. Queen ist tot. Lang lebe die Queen. Und jetzt geht's gleich los. Jetzt hat natürlich Mad Max hier auch ein paar Linge gebaut, hat auch früher Speed. Ja, ist jetzt die Frage, was kann er damit machen? Er baut auf jeden Fall die dritte Base wie geplant, aber ja, er baut auch 10 Worker. Also ein kleiner Counterattack ist da durchaus scheinbar geplant, aber auch Caraxas lässt sich nicht lumpen. Baut ein paar weitere Linge dazu, baut auch einen Spinecrawler irgendwo. Wait, ich habe ihn angeklickt, okay. Ich dachte, das sieht ganz schön groß aus wie ein Spinecrawler. Das ist tatsächlich der Spinecrawler. Na, nevermind. Hier oben drüben wird auf jeden Fall gesehen, oder kann gesehen werden, dass da Linge unterwegs sind. Zieht auch direkt alles zurück. Hinter der Wall natürlich eine gute Position hier für Caraxas. Die Queen vorne vor, alles easy. Da können die Linge nicht rein, aber Mad Max hat auch einfach nur ein bisschen, ja, sag ich mal, Push-Power erzeugt und hatte dann direkt weiter Worker gebaut. Also ist jetzt nicht wirklich doll committed. In den Spawning Pool wohl verboten, jawohl. Ja, ein Banding hier. Ein Banding reicht wahrscheinlich noch nicht, um da durchzukommen. Und vor allem nicht, wenn gleich Roaches dahinter stehen, dann wird es natürlich noch schwieriger. Also Mad Max mit Banes hier natürlich. Okay, dabei, jetzt kommt der Roach Warren hier auch. Aber 11 Worker erstmal nochmal gedrückt und Tier 2. Banding ist gegen Zerklinge, naja. Glaube ich auch. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Da kommt sogar noch ein zweiter Spinecrawler. Caraxas ist gar keinen Bock zu verlieren. Er sieht zwar auf der anderen Seite auch mit dem Overlord natürlich die ganze Zeit, dass die Base da ist, die dritte. Aber die Frage ist, kann er sich leisten, gerade rauszugehen? Ich glaube ja. Aber vielleicht will er auch einfach noch nicht zeigen, was er selber so gerade zusammenschustert hier. Da sind ja schon sehr viele Roaches im Bau. Einige Linge stehen dahinter. Und je früher er die zeigt, desto mehr Zeit hat Mad Max, um darauf zu reagieren. Und da ist vielleicht sogar der zweite Spine relativ gut, weil er den Eindruck gibt, dass Caraxas gerade Angst hat, kaputt gemacht zu werden. Und Mad Max
sieht das, denkt sich so, oh nice, kann ich hinten noch ein bisschen weiter drohen. Baut jetzt aber selber auch 10 Roaches, also Sami Supply wird sich ein bisschen angleichen gleich. So, hier wird gerade der Overlord zum Overseer gebaut. Und... na, jetzt wird hier angegriffen. Der Baneling geht down. Oben haben wir ein paar Linge, die gegen Linge fighten. Da haben wir einen Overlord, der wahrscheinlich gleich down geht. Und jetzt kommen die Roaches hier rüber. Sami Supply sieht noch angemessen gleich aus. Defender's Advantage wird natürlich irgendwann reinkicken, aber bekommt hier Karaxas eventuell noch den Vorteil, während seine Roaches schon da sind. Und er könnte jetzt einfach ein bisschen Runster da steppen. Korkave sieht gut aus. Die Anzahl sieht auch ordentlich aus, was auf dem Feld ist. 16, 18, 19, ja. Da kann er auf jeden Fall hier noch ein bisschen Schaden machen, aber kann er die Base rausnehmen? Das wäre vielleicht der interessante Punkt. Auf der anderen Seite sehe ich gerade, da kommt auch was durch, das sind aber nur Linge. Und jetzt geht sie auf die Base. Jetzt die Base rausnehmen, einfach weglaufen. Einfach weglaufen, nicht über Stutter steppen. Ja, die zwei Roaches sind es nicht wert, 3 zu verlieren. Einfach weg und dann ist gut. Okay, der eine hier hat es nicht verstanden, der hat den Anruf nicht bekommen, dass es jetzt wieder nach Hause geht. Genauso wie die hier scheinbar. Okay, die drehen doch auch um. Mad Max kurz Supply Block durch den Hedge Snipe auf jeden Fall. 5 Overlords direkt im Bau. Da wird direkt vorgesorgt. Karaxas mit der nächsten Base. Hier wird die Base auch ersetzt. Mit Karaxas mit 2 Bases. Und da kommt der nächste Roach-Angriff. Ah, der Roach-Count ist relativ ausgeglichen, muss man sagen. Ja, 28, 27. Das ist ein Punkt, wo Defender's Advantage ein Ding ist. Aber wir sehen auch, dass die Roaches von Karaxas hier einen guten Punkt haben. Auch nicht wirklich schlimme Konkave hier von Mad Max. Kann er da eventuell overpowern? Upgrades sind bei Mad Max sogar besser. Also sollte sich einigermaßen plus minus 0 ausgehen. Oder Mad Max sollte mit den Reinforcements dann halten können. Die dritte Base ist dann die Frage, kann Karaxas die doch mal rausnehmen? Und die Antwort ist wahrscheinlich nein, weil es langsam denn doch zu wenig wird. Die Upgrades sind 1-1 gegen 1-0. Vorteil Mad Max. Mad Max hat jetzt Roach Speed. Das ist bei Karaxas schon fertig gewesen. Aber Karaxas natürlich jetzt, ich würde sagen, einigermaßen ausgeglichen getradet. Und gleichzeitig aber auch 2 Bases gebaut. Die zweite wird jetzt gleich fertig sein, was dann die 4. Hatchery ist. Und gleichzeitig ist er im Worker-Count hinten, dafür im Army Supply vorne. Was mir so ein bisschen die, ich drücke noch ein bisschen weiter rein, Vibes gibt. Vielleicht kann er damit die 4. rausnehmen. Vielleicht kann er auch nochmal einen 3. Schabernack treiben. Vielleicht kann er einen Gegner einfach überrennen. So, und hier, oh, wenn die jetzt Ravager am Bau sind, dann ist natürlich gerade überhaupt nichts da. Da geht's nochmal auf die Worker. Da kann Karaxas den Worker-Count noch ein bisschen angleichen. Jetzt geht's hier rein, der Ravager-Count ist auch nicht unfassbar hoch. Die Roaches sind dran, können hier natürlich dann gut traden. Vor allem im Laufen wird hier gut getradet. Aber auch die Biles treffen hier ordentlich rein. Aber das sieht sehr gut aus für Karaxas. Der drückt sich hier durch. Die Worker versuchen noch was mitzumachen. Die Roaches, die gerade gebaut werden, versuchen auch noch einzeln hier was ranzuholen. Aber ist das wirklich möglich? Und ich bezweifle das irgendwie. Wir haben zwar hier Mad Max jetzt immer noch mit dem Upgrade-Vorteil, aber 40 Army Supply Rückstand, das ist einfach das doppelte Army Supply. Da sollte Karaxas jetzt eigentlich mit den Reinforcements auch das Defender's Advantage ein bisschen ausgleichen können. Nimmt jetzt hier nochmal die Base raus, das oder nimmt die nicht raus. Ich wollte sagen, es reduziert natürlich die Produktionsmöglichkeit von Mad Max noch ein bisschen. Aber macht er das jetzt wirklich? Die Reinforcements sind halt unterwegs. Vielleicht will er auch einfach die Units traden, weil er weiß, er ist vorne. Worker Supply ist mittlerweile wieder ausgeglichen. Und jetzt zieht er sich nochmal kurz zurück. Will vielleicht einfach alles einmal zusammenholen. So, Ravager wird gebaut. 4. Base steht hier, 4. Base steht da. Und dann geht's weiter rein. Die Base wird jetzt aber snipen und wahrscheinlich rausgehen, oder?
Und dann geht's wieder hoch. Roach Count, gucken wir mal schnell. 33 zu 16. Und das ist meistens kein gutes Signal. Da hat nämlich. Oder es ist ein gutes Signal für den Angreifenden in dem Fall. Es ist kein gutes Signal für Mad Max in der Verteidigung. Da geht's weiter rein. Und da geht's direkt auch in die Minnow Line, um da wieder Schaden zu machen. Die Roaches können hier gut fighten. Karaxas kann auch ein bisschen ungünstige Position nehmen, beziehungsweise einige Roaches sich mitfighten lassen, weil die Position hier vorne so stark ist und so gut funktioniert. Die Base kann er auch rausnehmen. Parallel haben wir hier ein paar Linge, die versuchen Action zu machen. Aber, ja, da sind schon einige Worker jetzt down. Und es gehen noch weitere down. Die Roaches sind auch eindeutig in der Unterzahl. 100 zu 40 Army Supply. Und das spricht jetzt schon eine deutliche Sprache. Karaxas hier eindeutig dabei. Das Ganze nach und nach jetzt hier denn doch zu entscheiden. GG von Mad Max und 1 zu 0 für Karaxas. So, 0 zu 1 an dieser Stelle. Speichern wir das. So, da kann ich schon mal die Rays rausnehmen, weil beide sind Zerg, das ist safe. Okay, gehen wir rein. Map Nummer 2, Leute. Map Nummer 2. Ocean Bjorn. Ocean Bjorn ist vielleicht auch einfach ein skandinavischer Seefahrer. Aber nicht die StarCraft-Map. Zack, zack. Score drin. Chat nach vorne. Szene, Szene. Ja, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Und in rechts, in rot, als Zerg für Pigpen Mad Max. Und unten sage ich, oben links in blau, da haben wir Karaxas. Und der geht hier auch in den Gaspool into my Shown Play. SC2 sollte Spaß machen. So ist es, so ist es. Das ist das Hauptding. Wenn es ganz Spaß macht, macht man einfach eine kurze Pause. Dann ist gut. Oder man spielt mal eine Runde 2-2, 3-3, 4-4 mit Freunden. Dann kann man auch über Niederlagen vielleicht ein bisschen mehr lachen. Das ist dann auch immer eine feine Sache. Man muss ja nicht immer nur hardcore reingrinden in die Ladder. So, Linge kommen. Speed ist gestartet. Weitere Linge kommen. Karaxas will hier scheinbar den einfachen Sieg abstauben. Wir folgen mal den Lingen. Freue dich auf die Feier. Wochenende und Feiertagsländer. Ja, das wird ein Traum. Da freue ich mich bestimmt drauf. Ich weiß noch nicht, wie viel ich das spiele, aber ich werde den Computer auf jeden Fall auch am Start haben am Wochenende. Mal sehen, ob ihr mich dann da seht. Aber jetzt gucken wir erstmal die Linge an. Und ja. Erster Ling geht down. Guter Angriff erstmal für Karaxas. Damit natürlich hier ein kleiner Link-Vorteil. Und sein Speed ist halt auch so viel früher fertig. Dadurch, dass er jetzt weiter Linge baut, könnte das durchaus ein guter Vorteil werden. Die Position ist auch ordentlich. Die Queen ist da. Die Linge und Queen kriegen jetzt aber hier einen guten Vorteil raus. Da hat er vielleicht ein bisschen zu lange versucht reinzudrücken. Aber die weiteren Dinge kommen. Und jetzt geht Mad Max auf die dritte Base. Das ist natürlich auch gefährlich.
Overlord sieht das. Oh, die Linge gehen in die Main Base. Speed ist, wie man sieht, auch da. Da haben wir einen Scout. Da ist er versucht, die Queen anzugehen. Der wird nicht durchgezogen. Jetzt geht sie rein. Die Queens. Ah, die Queen versucht ein bisschen Schaden zu machen. Die Linge versuchen ein bisschen rumzutanzen. Da gehen ein, zwei Worker down. Die Linge sind dann aber auch rausgenommen. Zwei Worker kaputt. Worker-Vorteil bei Caraxes jetzt bei 6. Also der Push hier hat schon gut was gebracht. Auf der anderen Seite sieht Mad Max, dass noch keine Base da ist, wird aber gleich sehen, dass sie kommt. Caraxes baut auch noch 16 Linge, hat aber gerade auch einen Overlord von Mad Max kaputt gemacht. Das heißt, die Möglichkeit hier jetzt gerade rüber zu pushen ist schwierig. Einmal ist Speed noch nicht fertig, andererseits kann er gerade auch keine zusätzlichen Linge bauen, die danach kommen würden. Also glaube ich auch die richtige Wahl, hier einfach die Base ein bisschen zu beschützen, ein paar Bane-Linge bauen. Das passt schon. Oh, es sind immer noch Slowlinge. Speed ist aber jetzt gleich fertig. Da ist es. Oh, er versucht den Bane natürlich zu baiten. Das hat nicht geklappt. Oh boy, oh boy. Ganz vorsichtig hier. Okay, jetzt die Frage, kommt eine gute Banding-Connection oder nicht? Caraxes ist hier sehr vorsichtig. 8 Worker nochmal gedrückt von Mad Max. Ist sie hier mit dem Banding offensichtlich einigermaßen sicher, dass es hier klappt? Oh, da ist der Bane. Oh, der kriegt einen guten Connect. Mal gucken, wie viele Worker hier down gehen. Die Queen geht auf jeden Fall down. Da sind die Banelinge auch weg, aber auch die meisten Linge dann hier down. Die Queen wird in der Mainbase regeln. Drüben waren gerade auch noch ein paar Linge, vermute ich mal. Roach Warren jetzt. Ah, gerade wird geschrieben, oh, keine Wall. Jetzt kommt hier die Wall bei Mad Max. Auf der anderen Seite Banding Nest. Aber jetzt kommen noch mal richtig viele. Ah, schöner Trade von Caraxes. Und jetzt geht's hier auf die Base. Auf der anderen Seite sehen wir eine Queen, die gerade den Overlord angreift. Also Mad Max könnte auch hier festgestellt haben, dass da eine Base ist. Oh, die Banes, die werden nicht genug Linge kaputt machen. Es gibt doch ordentlich Schaden, aber die Base ist down. Nächste Base wird natürlich versucht hier zu bauen. Er weiß, drüben ist eine Base. Da muss er dann auch einfach weiterbauen. Allein um in der Produktion dabei zu bleiben. Oh ja. Vorsichtig, vorsichtig. Weitere Banes kommen dazu. Oh, Bane Connection geforst mit 2 Lingen. Das ist etwas, was man gerne macht, wenn man hier im ZVZ unterwegs ist. Die kommen, die nächsten Banes kommen ja auch. Ah, die Trades sind okay. Der Trade ist auch sehr okay. Und da gehen nur nochmal 2 down. Aber das ist jetzt hier auf jeden Fall der Link-Vorteil. Ein Bane-Link kommt nochmal dazu. Der kriegt auch. Oh, da wäre fast eine ordentliche Connection gewesen. Die kommt aber nicht raus. Die Linge gehen einfach weiter in die Mainbase. Und da ist auf jeden Fall Platz. Da geht Caraxes rein. Die Worker versuchen mitzufighten. Die Queen geht down. Die Worker haben natürlich die Linge auch relativ wenige Chancen. Jetzt gehen sie down. Einer nach dem anderen. Und der Worker-Count dreht sich richtig doll in Richtung Caraxes. Da ist er wieder 5 vorne, nachdem er 16 rausgenommen hat. GG von Mad Max wird gecallt. Und Caraxes holt hier ein 2:0. So, weiter geht's, dann kann ich das Ergebnis eintragen und dann kann ich euch aber auch sagen, das war's leider schon, Leute, denn es gibt hier leider die Situation, dass ein Spieler sich einfach irgendwann nicht mehr gemeldet hat oder dann einmal kurz gemeldet hat und dann wieder lost war, deswegen wird's hier in dem letzten Spiel, das auf dem Spielplan geht, einen Death Win geben und den wird Plu einsacken, weil... Der hat mehrfach nachgefragt, dass er spielen will. Puyo hat sich irgendwie nicht gemeldet. Was sehr schade ist natürlich. Aber so ist das nun mal manchmal. Manchmal kommt das Leben und dann sind Leute auf einmal von StarCraft weg. Und deswegen ist es leider, wie es hier jetzt ist. Ich trage ein die 2 für Caraxes. Und dann zeige ich euch leider mal eben den Endstand. Moment, wenn es aktualisiert ist. Das ist aber sehr knapp. Das ist ja weiter sehr knapp. Ich meine, es ist immer schade. Es ist natürlich immer schade, wenn Deathwind irgendwie ein bisschen eingreift in das Endergebnis so.
Können wir eben was gucken hier. Oh, das ist aber... Eieieiei. Oh, das hätte richtig geil werden können. Es ist schade, dass sie nicht gespielt haben. Es wird immer schade. Moment, ich zeig's euch, Leute. Ich zeig's euch, bevor ich hier weiter über etwas rede, das ihr gerade nicht seht. Also, schade, wenn, aber irgendwann... Ey, 6 Wochen habe ich gewartet oder so. Und irgendwann ist dann halt... Irgendwann muss man die Saison beenden. Es ist schade, aber es ist halt so. Es ist vor allem schade, wenn natürlich dadurch auch ein bisschen was entschieden wird. Oder es noch knapper hätte sein können. So, das hier ist nämlich die Tabelle gerade. Moment, gib mir... Machen wir das ein bisschen so. Zack. Das ist nämlich die Tabelle, die am Ende hier steht. Und die heißt, Plu ist Erster. 4:1. Tromtrom, Caraxas, Mad Max folgen. Alle mit 3:2. Da auch nur Unterschied beim Mapscore. Und auch alle Mapscore positiv, muss man dazu sagen. Puyo folgt auf Platz 5. 2:3. Da ist der Erste mit negativem Mapscore. Und Guarana unten, der hat es leider nicht geschafft, hier ein Spiel zu holen. Hat immerhin 3 Maps geholt. Also in 3 von 5 Spielen nur 1:2 verloren. Das tröstet vielleicht ein bisschen. Aber vielleicht wird es in der nächsten Saison besser. Dann werden die Gegner ein bisschen angepasst in den meisten Fällen. Und man guckt dann vielleicht gegen Spiel gegen die aus Liga 11. Oder das tradet sich so ein bisschen hin und her. Oder vielleicht kommen auch noch mehr neue dazu. Wer weiß das schon. Aber ja. 6 Wochen. 2 Monate? Ja, Junge, es war richtig viel. Also, eigentlich hat man nicht 2 Monate für ein Match. Eigentlich ist es so geplant, dass es gibt pro Woche eine Deadline. Und bis, keine Ahnung, dann gibt es halt Tag X ist Woche 1, Tag Y ist Woche 2, Tag Z ist Woche 3 und so. Und das ist immer eine Woche Abstand. Man kann natürlich, TromTrom ist zum Beispiel einer, der das gerne macht, der in den ersten 1 bis 2 Wochen meistens versucht, alle Spiele zu machen, damit ihm eben am Ende nichts dazwischen kommt. Und das ist dann die eine Möglichkeit, die man wählen kann, wenn die anderen auch Zeit haben. Dann hat man alles hinter sich sozusagen. Und andere sagen eben auch, okay, ich möchte aber wirklich nur ein Spiel pro Woche machen. Und dann kann da was dazwischen kommen. Und offensichtlich, ja, war das hier der Fall. Moralischer Sieger gegen TromTrom. Ah, läuft, läuft. Ab wann kann man sich anmelden, wenn man dazu kommen will? Also, in wahrscheinlich so 2 bis 3 Wochen. Wenn du auf dem Discord bist, einfach Ausrufezeichen DC oder Discord oder unter dem Stream müsste auch ein Link sein. In 2 bis 3 Wochen. Also ich schätze mal, dann wird es die Infos geben zur nächsten Saison. Ich bin jetzt quasi mit dem Casten durch. Es fehlt noch die Playoffs von Liga 1. Die werden Samstag gecastet werden. Und dann kommt noch von Akuro und Sentry der Cast von Liga 9, das ist die Liga, in der ich selber spiele, deswegen bin ich da dabei, die quasi Videodateien zu erstellen, die beiden dann abspielen können zum Casten, damit ich mich nicht selber casten muss, weil das ist zu wild. Das fühlt sich nicht gut an, sich selber zu casten. Also Liga 10 ist beendet, ja, Saison 10 noch nicht ganz. Und dann geht's, ja, wie gesagt, in 2 bis 3 Wochen wird die Anmeldeinfo für die nächste Saison kommen. Gibt alles auf dem Discord. Da gibt es dann auch mal einen von den ganz wenigen Add-Everyone-Tags, sage ich mal so. Also wenn ihr darauf geht, macht gerne alle Nachrichten aus, aber macht bitte die Tags an, dann kriegt ihr auch die wichtigen Sachen mit. Die werden eigentlich nur genutzt, wenn man, ja, wenn Add-Everyone, und das ist dann eigentlich immer nur zum Replay-Liga-Saisonstart oder sowas. Also wenn es hochkommt, sind es wahrscheinlich 10 im Jahr, wenn vielleicht noch bei einem Cup oder sowas dazu gepinkt wird, aber es ist wenig. Also bei mir würde ich sagen, lohnt es sich, die Pings anzulassen. Wie viele Spieltage gibt es denn? Also Spieltage gibt es, also die Ligen sind eingeteilt von 6 bis 8 Personen. Das heißt, das sind 5 oder 7 Spieltage. Und ja, das heißt, die Saison dauert meistens so 6 Wochen. Die nächste Saison wird vielleicht eine Woche länger. Wenn der Homestory Cup reinfällt, werde ich wahrscheinlich die eine Deadline 2 Wochen machen, weil halt an dem Wochenende oder dann von Donnerstag bis Montag teilweise die Leute in Krefeld sind. Das heißt, sowas versuche ich einzuplanen und schaue dann ein bisschen, dass das alles passt. Ja, witzig, wenn du kommentierst, was du gerade falsch gemacht hast. Eieiei.
Dafür müsste ich ja Spiele verlieren. Nein, Spaß. Und wir pingen so. Ja, okay. In den Ligagruppen, genau. Da kann man auch die Namen anpingen. Genau. Das ist ja auch im Prinzip das gleiche wie eine PM, die man sonst kriegen würde, ne? Genau. Aber in den Channels ist es dann halt so, dass ich dann auch sehen kann als Orga oder dann in Zukunft ist auch eigentlich für mich geplant, dass die Caster dann auch in die Channels reinkommen, damit die auch sehen können, wer wie wo was vielleicht spielt oder so. 6 Spieler, 5 Spieltage und immer Best of 3. Genau, so ist es. Genau das ist der Plan. So ist es. So, aber jetzt werde ich tatsächlich relativ schnell suchen, wo ich euch hinraiden kann. Wer Bock hat, kann um 20 Uhr auf meinem Kanal vorbeikommen. Da gibt es einen Clan War von meinem Team Rale Sports. In dem Viertelfinale, also Round of 6 ist es, von der Cropolo Team League, zweite Liga. Aber jetzt werde ich euch erstmal irgendwo hinraiden. Und zwar, oh, wisst ihr was? Der war eben schon im Chat. Da raide ich euch jetzt rüber. Cyriak spielt mal wieder StarCraft. Das habe ich lange nicht gesehen. Der spielt sonst, oder hat lange ein bisschen Age of Empires gestreamt. Aber jetzt spielt er scheinbar wieder StarCraft. Deswegen werde ich euch darüber raiden. Wenn ihr sonst Fragen habt, fragt auch, oder kommt auf den Discord und fragt da. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt hier nach dem Stream noch irgendwas in euren Kopf schießt. Wie gesagt, wenn ihr da seid, kriegt ihr auch die Info, wann, wie, wo, was losgeht. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei Cyriak. Vielleicht bis gleich, sonst einen schönen Abend und schönes, vielleicht langes Wochenende oder schönen Feiertag. Haut rein!